Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI, der Abschiedsfolge sozusagen von OMSI 1. OMSI 2 kommt ja am Freitag oder am Donnerstag, bin mir nicht sicher, aber bald. Ich habe mir überlegt, wir fahren heute Linie 6 auf Wankendorf. In knapp anderthalb Minuten geht's los. Übrigens, es ist der zweite Aufnahmeversuch. Ich habe Gott sei Dank gemerkt, dass das Mikrofon abgeschalten war. Sonst hätte ich das Ganze nachkommentieren dürfen. Unfall? Interessant. Welcher Unfall? Ich habe doch nichts mitgenommen. Also auf der Fahrt daher habe ich nichts mitgenommen, Leute. Ich weiß nicht, von welchem Unfall er spricht. Das Auto habe ich nicht mitgenommen. Da steht auch nichts, was ich mitgenommen hätte. Ja, ich habe keine Ahnung, von welchem Unfall er redet. Ja, auch nicht so wichtig. Ja, der Sitaro ist natürlich gemoddet. Ich habe mich schon im Busvorstellungsvideo bei ihm bedankt. Falls ich es jetzt in dem mit der Aufnahme noch nicht gemacht habe und es in der ersten Aufnahme war, bedanke ich mich hier nochmal bei ihm. Danke, Tomtats oder Thomas, fürs Modden. Ja, wir fahren in die Linie 6. Letzte Fahrt in OMSI 1 hoffentlich. Die nächste wird dann in OMSI 2 stattfinden. Man kann sagen, eine kleine Geschichte, und wenn man das so haben möchte, Wankendorf testet neue Busse. Man soll vielleicht einen Gang anlegen. Ah, und die Feststellbremse lösen wir auch ein Hit. Aha. Die Kameraperspektive finde ich aber etwas. Was ist? Du kannst doch gern zu Fuß gehen, Mensch. Ungefähr 2 Meter nach dem Losfahren meckerst. Wahnsinn, die Leute. Nächste Haltestelle: Birkenweg. Im Bereich dieser Haltestelle befindet sich das historische Busdepot der Wankendorfer Busfreunde. Ein Besuch lohnt sich. Christina, sicher die Frau Stirnnehmer. Ja, wie ich schon angekündigt habe in unserem Busvorstellungsvideo. Nächste Haltestelle, Lebanger Straße. Fahren wir den Bus mal zur Probe. In einem Linieneinsatz. 30, soll man vielleicht auch ein bisschen 30 fahren. Wie habe ich denn den mitgenommen? Ja, sorry, ich bin mir keine Schuld bewusst. Also ehrlich nicht. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass ich dem reingefahren wäre. Der wegen Fahrschein, oder? Eine Kurzstrecke. Selbst für Freilichter hier. Was kostet eine Kurzstrecke? 1 Euro. Stimmt, der Wankendorf hat ja andere Preise. €1,95 die normale Karte. Nächste Haltestelle, Stabanger Straße. Irgendwie kommt mir das Gebiet da bekannt vor. Es kann natürlich sein, dass ich das auf der ersten Map schon mal gefahren bin, die Linie. Aber dann sicher nicht mit einem Citaro. Wenn es den damals garantiert noch nicht gab. Das Video werde ich in einem hochladen, egal wie lange es dauert.
Hallo. Einmal kurz Strecke. Da hat man zwei geben. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Einmal kurz Strecke. Ist auch schön, du brauchst nur aufs Gas steigen und das Ding fährt los. Nächste Haltestelle, Rabestraße. Boah, fährt der Scheiße aus dir. Was denn? Kannst gerne aussteigen. Da zum Beispiel. Eine Tageskarte. Bitte. Jetzt will eine Tageskarte. Kostet gleich 5,10, oder? Hat aber sogar gegeben. Sehr freundlich. Ja, ich habe mich für Wanken offensichtlich. Eigentlich wollte ich es bei Nebel fahren, aber dann haben wir gedacht, na, fahren wir echtes Wetter. Und wir fahren gerade echtes Wetter Wien. Nächste Haltestelle, Brahmsstraße. Also bei uns ist wirklich bedeckt draußen. Vielleicht sogar ein bisschen bedeckter als im Spiel. Aber gerade war noch die Sonne da. Keiner will rein, keiner will raus, dann fahren wir weiter. Nächste Haltestelle, Marienkirche. Ja, Unfall. Du mich auch. Wenn ich meinen Fasse nicht fällt, könnt ihr ja beten gehen. Hallo. Guten Tag. Ein Fahrschein bitte. Ein Fahrschein bitte, natürlich, Kniffrau. Kriegen Sie einen Fahrschein. 5 und 7 kriegt es, glaube ich, zurück. Das heißt 5. Ach, na gut. Kriegt es halt 8 zurück. Guten Tag. Noch wer? Nein? Ja, die allgemeine Omsi-Krankheit. Weiße Autos. Ich hoffe inständig, dass sie das im zweiten beheben. Kleine Anekdote, die man vielleicht so überlegt habe. Wir sind in Wankendorf, da fahren eigentlich nur N2 herum. Ich fahre jetzt den neueren Citaro. Ist aber jetzt klar, dass der abbiegt, oder? Nächste Haltestelle, Börsenplatz. Und die Wankendorfer Verkehrsbetriebe testen jetzt halt einen neuen Bus, den Citaro, der den N2 ersetzen soll oder ablösen soll. Und wir fahren heute das Testfahrzeug. Hallo. Guten Tag. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Eine Tageskarte, meinst du? Danke, dass du es passt. Du hast noch 50 geben. Okay. Fehlt da nicht noch Rückgeld? Bitte, weitergehen. Ich dachte, er hätte mir es passend gegeben, aber okay, es waren 5,50 und nicht 5,10. Auch der biegt ab, na dann. Nächste. Was bist du für ein Arschloch? ZOB Hauptbahnhof. Umsteigepunkt der Linien 1, 2, 4, 6 und 8. Übergang zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Wahnsinn, Leute. Also die KI ist teilweise echt dumm. Traurig. Wollte mir auch glatt die Vorfahrt nehmen. Boah, was denn? Ich fahr 20, 25.
Also ich verstehe nicht, was die so meckern. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Nächste Haltestelle, Mitscherlichstraße. Nicht viel Platz. Gar nicht viel Platz. Uiuiui. Ich sag's euch gleich. Ich sag's euch, ich habe mich an. Wir reden einfach über die Straßen. Ich habe mich an die Abmessung des Fahrzeugs noch nicht gewöhnt. Also der fährt sich ein bisschen anders als die anderen. Ich weiß nicht warum. Aber es ist so. So, nach der Fahrt muss ich dann einen Bericht abgeben, wie sich dieses Fahrzeug fährt. Ob es geeignet ist, den N2 abzulösen oder auch nicht. Ich glaube, ihr könnt euch jetzt schon denken, wie mein Bericht ausfallen wird. Ich hoffe, sie sind noch richtig. Ja. Hallo. Hallo Manfred, einmal servus. Na, bin ich froh, dass du nicht weit fährst. Erwartet. Er zwingt mich dazu, dass ich ihn fahren lasse. Nächste Haltestelle, Stadtpark. Also wir können uns heute nochmal die KI in vollen Zügen in ihren besten Situationen anschauen. Die bringen heute wieder ein paar Paradebeispiele. Guten Tag. Grüß Gott. Hallo. Servus. Ups. Hinten wollte ich eigentlich nicht aufmachen, weil raus will ja niemand. Kommt da was? Ja, kommt was. Nächste Haltestelle. Bremer Straße. Wie du fährst. Bin ein bisschen früh dran, ha? Welcher Unfall? Habt ihr jetzt irgendwas von einem Unfall mitgekriegt? Ich stehe ein bisschen nah dran, stimmt. Hallo. Was will er haben? Okay. Danke. Der blinkt, okay. Nächste Haltestelle, Osnabrücker Straße. Also ich habe jetzt zum besten Willen nichts von einem Unfall mitgekriegt. Die Leute haben auch nicht gemeckert, also. Sehr, 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 sehr seltsam. Falls ihr was mitkriegt habt, dann sagt doch bitte, wo das war.
Guten Tag. So, wir müssen wieder gerade weiterfahren. Nächste Haltestelle, Bismarckplatz. Im Bereich dieser Haltestelle befindet sich das Seefahrtsmuseum Wankendorf. Ein Besuch lohnt sich. Also ich finde den Bus echt genial. Ich liebe ihn. Eigentlich wollte ich auch ein Video mal wieder einen Neoplan machen, aber irgendwie habe ich das nie... Es ist nie so weit gekommen. Und dann kam schon der Citaro. Der mir natürlich lieber ist als der Neoplan. So, wer ins Schifffahrtsmuseum will, der muss da aussteigen. Scheinbar ist das nicht sehr beliebt, weil es will keiner raus. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Einen normalen Fahrschein. Freilich. Der will nix. Freut mich. Über knapp, wenn wir vorbeifahren. Nächste Haltestelle, Müllerstraße. Ich sage, der Bus hat etwas andere Abmessungen scheinbar, die ich noch nicht gewohnt bin. Ja, wie gesagt, das nächste Video wird es dann hoffentlich in OMSI 2 geben. Dass ihr... Tag. Einmal normal, bitte. Dass er diese Woche rauskommen soll. Eine Fahrkarte, bitte. Habe ich nicht hinten auch gerade zugemacht? Bleib stehen mit deinem Taxi. Nächste Haltestelle, Stadtgymnasium. Ist heute Elternabend oder wieso wollen da so viele raus? Es hat sich angehört, als würde ich den ganzen Bus jetzt entleeren. Ich weiß nicht, warum er mich anhubt. Er war rechtskommend aus einer... Ich war auf der Hauptstraße, sagen wir so. Habe ich ihn wenigstens erwischt. Nächste Haltestelle, Tom-Brock-Straße. Grüß dich, Kollege. Ja, ich kann mich nur wiederholen, auf OMSI 2 freue ich mich schon irrsinnig. Werde ich mir sofort holen, wenn es rauskommt. Hallo. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Dann wird es auch ziemlich bald Fahrscheine. Ja, Fahrscheine geben. Dann wird es auch ziemlich bald Folgen geben. Ja, fahr einfach. Mein, wäre nicht so, als wäre ich da gerade auskommende, du. KI. Nächste Haltestelle: Luisenstraße.
Meine, den Teil der Strecke, den kennen wir ja schon eigentlich. Den haben wir ja schon gesehen in der Leitstellenfahrt. Ich weiß nicht welche. Irgendwie kriege ich von den ganzen Unfällen nichts mit. Die Leute meckern nicht, also kann es nicht so ein grober Unfall gewesen sein. Habt sich genug Platz zum Vorbeifahren oder? Ich weiß ja nicht. Nächste Haltestelle: Robodesweg. Ich hoffe, das geht sich aus. Ich will nicht hinschauen. Ja, geht so locker aus. Ach ja, die Abschiedsfahrt. 91 Folgen OMSI 1. Wahnsinn. Ich freue mich schon auf 91 Folgen OMSI 2. Ob das jemals so viele werden, ich weiß es nicht. Mal schauen. Aber es werden definitiv einige kommen. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Irrsinnig freue mich natürlich schon auf die Gelenkbusse, auf den NGE auf jeden Fall einmal, aber vielmehr freue ich mich dann auch schon, dass ja schon andere Busse in Arbeit sind, so zum Beispiel der GN2 vom Julian, also die Gelenkversion vom N2. Guten Tag. Die wird sicher ganz geil. Dann weiß ich schon von einem Solaris Urbino vom Bahnfan. Nächste Haltestelle, Weidenweg. Der sich auch schon in Entwicklung befindet angeblich. Also Leute, ihr könnt euch auf was gefasst machen, das wird echt geil. Fehlen tut dann eigentlich nur noch ein Lion City. Am besten der Viertürer. Und natürlich ein Citaro, also. Nächste Haltestelle, Stadtfriedhof. Bevor es meckern, bremsen wir lieber ein bisschen ab. Die ganzen Unebenheiten sind ein bisschen unschön. Also sind wir jetzt 12 Uhr? 12 Uhr 8. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Oder sie haben gerade wen zu Grabe getragen.
Nächste Haltestelle, Stadtfriedhof West. Habe ich den jetzt erwischt? Mann. War wahrscheinlich, weil ich zu schnell am Lenkrad gerissen habe. Deswegen haben sie gemeint, boah, fetter Scheiße. Ihr könnt es gerne aussteigen da. Ich meine, ihr habt das nicht weit zum Friedhof, Leute. Könnt ihr gleich mal Probe legen gehen. Ich fahre 30, gut, ich fahre ein bisschen. Vielleicht war es ein bisschen schnell für die Kurve, ich gebe es ja zu. Nächste Haltestelle, Guldenstraße. Drücken und dann nicht ausstehen? Ja, wer nicht will, der hat schon. Nächste Haltestelle, Gemmendorfer Allee. Ich denke, wir müssen jetzt rechts, oder? Ja. So, und jetzt haben wir wieder einen neuen Teil vor uns, den wir noch nicht kennen. Was eine willst du? Eine Fahrkarte, Ulla. Also mit der Linie 2 sind wir in die andere Richtung abgebogen davor. Die Linie 2 sind wir in der Leitstellenfahrt gefahren. Nächste Haltestelle, Wettruper Straße. Ja, Mädels, jetzt musst du ein bisschen gehen. Nächste Haltestelle, Enekamp. So, ein bisschen könnte man eigentlich ein bisschen Gas geben, wir sind aber jetzt früh dran, also brauchen wir das eigentlich gar nicht. Ich finde das geil, wie ruhig der rennt, das ist einfach nur extra geil. Haltestelle Neuhof Bahnhof, Übergang zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn. So, in Neuhof sind wir schon mal, da müssen wir ja hin. Scheinbar fährt da kein Zug.
unbeschränkter Bahnübergang, ich weiß gar nicht, ob der funktionieren würde in Ormsee. Leute, ich hoffe, ihr kriegt euren Bus. Sollen wir da aber ganz kurz die Zeit abstehen? Wie viel haben wir denn? 1,6. Schauen wir mal, wie weit es noch ist. Neuhof Bahnhof, naja, 5 Stationen noch, dann haben wir es schon. Ungefähr noch 6 Minuten Fahrzeit. Dabei können wir uns ja den Bus mal von außen anschauen. Wir fahren den natürlich in weiß, weil es ja ein Testbus ist. Von Mercedes-Benz zur Verfügung gestellt bekommen, dass man in der Stadt testen dürfen. Mit Berliner Kennzeichen. Wunderschönes Fahrzeug, gibt's nichts zu sagen. Also, mir gefällt er irrsinnig gut, der Citaro. Da hat der Alte eine super Arbeit geleistet, schon wie schon beim Zito, der auch sehr geil ist. So, wie viel haben wir noch? 0,8. Ja, wisst ihr was? Abfahrt. Bevor wir die ganze Partie aufhalten. Nächste Haltestelle, Neuhof Gartenzentrum. Ich liebe es, wenn ich da nichts sehe eigentlich. Lass mich etwa fahren. Finde ich sehr nett von dir. Willkommen in Neuhof. Haltestellenbremse kurz rein. Falls ihr den Bus mit den automatischen Türen fahren solltet, würde ich euch das natürlich nicht empfehlen, an der Ampel zu machen. Sonst macht es ungewollte Türen auf. Nächste Haltestelle, Neuhof Drosterstraße. Für was bleibe ich gerade stehen eigentlich? Nächste Haltestelle, Schardreieck. Stimmt ja gar nicht. Marktplatz hat er einfach nicht angesagt, aber weitergeschaltet. Ja, warum die Marktplatzansage nicht funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Nächste Haltestelle, Schardreieck. Thank you.
So, jetzt bleibe ich wieder stehen, weil ich aussteigen will. Hob mich jetzt der Entgegenkommende an, oder wie? Wahnsinn, Leute. Nächste Haltestelle, Neuhof, Kaserne. Diese Fahrt endet hier. Ja, wir haben es gleich geschafft. Ich musste wirklich umdrehen jetzt schon, okay. So, wir sind da. Fahrplan anschauen. War überall okay. Guten Tag. Servus. Ja, was gibt's zu sagen, Leute? Wir haben unsere Fahrt erfolgreich beendet. Wir sind an der Kaserne angekommen. Mit unserem wunderschönen Mercedes-Benz Citaro O530, Baujahr 1998. Also auch schon wieder 15 Jahre alt, das Ding. Ja, das war unsere Abschiedsfahrt von OMSI 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben, naja, 90 Folgen, das ist, oder 91, das ist die 91. Folge. Wir haben viel erlebt in OMSI, wir haben viele Unfälle gebaut. Auch heute wieder den einen oder anderen. Den einen oder anderen, an den ich gar nicht bemerkt habe. Falls ihr den gesehen habt, dann schreibt dann bitte die Position im Video, also die Zeit im Video in die Kommentare. Ich habe es nicht bemerkt. Die Leute haben auch nicht gemeckert, also jo, keine Ahnung eigentlich, was er von mir will. Ja, es war eine schöne Zeit. Wir haben viel erlebt und ich hoffe, wir werden mindestens genauso viel in OMSI 2 erleben. Dann hoffentlich mit wirklich einer sehr guten Performance, weil OMSI 2 soll ja Multicore unterstützen. Wir werden sehen, wie gut das funktioniert. Ja, was bleibt mir noch zu sagen, außer danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal in OMSI 2. Bis dahin, tschüss!